Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ja, wir sind wieder hier. Kam ein neues Update, deswegen sind wir auch wieder hier. Gab es zwar noch keine deutsche Übersetzung, wo ich eben geguckt habe, aber naja, das ist glaube ich hoffentlich nicht so schlimm. Ja, die 0.56 ist raus oder 5.6. Ja, es hat sich nicht viel getan, aber viel im Aussehen des Spiels oder sowas ähnliches, sage ich mal. Es gibt jetzt zum Beispiel in Höhlen ein neues Knochenhaufen Kunstwerk, sag ich mal. Mal sehen, ob ich das nochmal finde oder nicht. Ich weiß es nicht. Da gibt es neue Partikel für die Flare, Dynamit und den gehaltenen Feuerstock, sag ich mal. Das können wir noch alles ein bisschen ausprobieren. Ein bisschen neue Effekte sind das. Ja, bei den Gegnern gab es wohl auch einige Bugs. Zum Beispiel, dass sie geblockt haben oder dass sie den Spielerbewegung geblockt haben, auch wenn die schon getötet waren. Ja, dann gibt es allgemeine verbesserte Animationen im gesamten Endgame bei den Cutscenes und Feinden. Gut, mache ich jetzt nicht nochmal, ne? Könnt ihr gerne nochmal in der Playlist gucken, habe ich schon mal gemacht, das Ende gespielt. Dürft auch gerne Quertiverse angucken, das gucken ja nicht so viele, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja, dann gibt es eine erhöhte Chance, dass die Feinde von den Spielern größere Basen unter die Lupe nehmen. Ich weiß nicht, ob wir auch eine größere Basis haben, keine Ahnung. Ja, einige Gegner konnten wohl Strukturen beklettern oder auch hier. Oder. Also wo wir jetzt gerade sind, oder die haben das nicht gemacht, sag ich mal. Jetzt können sie es auch machen. Aber gut, es ist eh dicht hier, ne? Und einige sind wohl nicht ertrunken unter Wasser. Die können nämlich ertrinken, zum Beispiel. Auch die großen Mutanten und alles, ne? Haben wir noch nicht so direkt hier gesehen. Und die konnten uns hier wohl durchsehen, durch die Wände. Das sollen die jetzt wohl nicht mehr. Ich hoffe mal. Naja, dann ist das Licht der Dynamit-Animation ist jetzt verbessert. Und allgemein Flare und Dynamit-Texturen. Nicht nur die Partikel, auch die Texturen. Dann gibt es wohl jetzt ein Small Wood Boat Art. Also, ich weiß nicht, ob das das kleine Boot ist, was wir irgendwo hier in der Nähe haben. Dann, wenn die Gegner angezündet werden und auch Creepy Enemies, also auch die Mutanten. Das sieht jetzt anders aus, wenn die verbrannt sind. Bessere, balancierte, reguläre, blaue und tote Texturen. Naja, wir müssen uns die nochmal anschauen. Allgemein sind auch die Partikel verbessert, wenn man Bäume trifft und. Ja, oder. Wie heißt das? Ja, Mann, wenn man zu viel Englisch hat. Ja, wenn man mit der Axt draufschlägt halt, ne? Und danach gibt's wohl einen. Der Staubeffekt. Ja, und dann gab's ja letztens auch diese Quick-Select-Sachen da. Kann man wohl nicht mehr, wenn man schwimmt oder wenn man das Floß benutzt oder Seile besteigt, kann man das nicht mehr machen, also nicht mehr benutzen. Nummer die 1, 2, 3, 4 und so weiter, ne? Ach nee, es geht ja nur bis 4. Gibt es so ein Fail-Safe, wenn man lädt, dass man kein Item verliert, zum Beispiel. Ja. Auch ein Fail-Safe bei den Leitersystem, also das ist wahrscheinlich Feuerzeug und Dings und Taschenlampe. Ja, aber das Feuerzeug hat immer noch die gelbe Textur, ja. Im Winter jedenfalls. Dann mit den Fallen. Es soll jetzt auch wirklich immer alles gespeichert sein, dass die Gegner dann auch drin bleiben. Und wenn die Gegner zum Beispiel irgendwo ja, dran hängen oder so, diese Nose-Trap, ist das auch die gemeinte. Wo haben wir denn die Fallen hier?
Die Nose Trap ist diese hier, genau. Dann sollen die da auch noch dranhängen, ne? Das ist ja auch mal ganz gut. Ja, dann kann man auch, jetzt kann man nicht mehr bauen, in der Nähe oder Gebäude an Fallen anbringen, konnte man wohl irgendwie, keine Ahnung. Ja, da gibt es neues Yacht Sail Art, also auch da soll es wohl anders aussehen auf der Yacht, das haben wir hier nebenan. Schnee Blowing Effects, gut, dann sieht das Schnee wohl so ein bisschen anders aus, leicht. Dann gibt es auch einen neuen Soundeffekt, wenn man die Flare anzündet. Das machen wir alles noch. Dann gibt es neue glühende Texturen, wenn man die Flare anzündet. Und auch ein neuer Dynamit-Docht. Oder angezündeter Docht. So wie so ein Kerzendocht, ne? Also das Ding, was man anzündet hat. New Cut Trunks End Art. Das heißt eigentlich Kofferraum, aber ich weiß nicht ganz genau, wo es den Kofferraum gibt, oder ist das mit den keine Ahnung. Ja, wieder Performance-Update und so, dass man, dass weniger Speicher verbraucht wird, wenn man auch mit dem Quick-System da. Ja, wenn man ein Item ausgerüstet hat, und das ist schon auf einem anderen Platz, will change it, dann wird die Zuordnung auf den neuen Platz gelegt. Gut, aber das soll ja alles jetzt so bleiben hier, ne? Oder kann ich das mehrmals machen? Das soll jetzt auch ein bisschen anders aussehen, glaube ich, ne? Stick, Rock, Pouch and Repair Tool. Also du kannst auch den Stick, normalen Stick machen. Als Schnellleiste. Auch einen Stein kannst du darauf packen jetzt. Und auch den Hammer. Der Hammer, der hatte wohl auch ein paar Probleme gehabt. Hatte ich auch mal gehabt, dass das Hammer-Symbol, dass ich irgendwas reparieren sollte, hatten wir glaube ich auch in den Folgen. Das ist jetzt nicht mehr. Ja, in den Container soll es auch nicht mehr reinregnen. Sind ja auch hier in der Nähe. Ja, das Timing von den Walkmen ist so ein bisschen angepasst. In Höhlen, da gab es so ein paar Sachen, wo man durchfallen kann, soll jetzt auch nicht mehr sein. Ja, das Pedometer. Ich habe hier so ein paar Schritte gemacht. 8 Schritte, wenn ich jetzt weiterlaufe, habe ich 10. Und wenn man jetzt speichert, dann bleibt das auch so, wie es da steht. Ich kann jetzt immer speichern, einfach. Spaßeshalber. Ich glaube, wenn ich dann wieder laden würde, dann würde es auch so bleiben. Und vielleicht wird. Sonst zählt ihr wieder von 0 oder so. Das ist auch mal alles anders, ne? Removed. Also, die Sichtbarkeit soll ja auch anders sein. Okay. Siehst du halt auch nur die und die anderen, die verschwinden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es vorher sah, glaube ich, ein bisschen komischer aus. Oder ich habe mich ein bisschen gewundert, wo die Sachen sind oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, die Flares, die gehen jetzt aus, wenn man Wasser betritt. Und dann werden die auch wohl Dead Flare Material. Also die werden gehen. Ich weiß nicht, ob man die noch benutzen kann. Da gibt es neue Fußspuren, also Footstep, wenn man läuft. Auch an, sieht es wohl auch anders aus, wenn man auf Schnee läuft, auf Sand läuft oder auf einigen ja, Blättersachen oder Blätter untergründen oder irgendwie. Ja, und das eine habe ich hier nicht verstanden. So, also man kann ja eine Dings bauen, eine Treppe. Aber ein neuer Schrank kann geschlossen werden. Wird automatisch dann geschlossen, wenn es gebaut wird. Und man kann einen Baumstamm. Das verstehe ich nicht so ganz. Da muss ich nochmal auf die deutsche Übersetzung warten. Ja, bei den Fire Smoke Partikeln, da ist das war auch verbessert, die Partikel allgemein. Ja, die Pfeile, die bleiben wohl auch am Baum hängen oder so, wenn man die reinschießt. Das können wir auch nochmal probieren oder irgendwie, wenn ich das so richtig verstehe. Rechtsklick löst auch die Spannung, sage ich mal, vom Pfeil. Und dann kriegt man den Pfeil zurück, glaube ich auch. Sonst hat man ihn automatisch abgeschossen. Ja,
angezündetes Dynamit verschwindet automatisch von der Hand, wenn man auf den Baum packt. Und aber unangezündetes kannst du am Baum rankleben. Das müssen wir alles nochmal ausprobieren. Aber es sind eher so Partikelsachen und Aussehensachen und so ein Update, sag ich mal. Schlafen könnten wir, aber ich weiß nicht, ob er denn nur bis zur Nacht schläft, ne? Kann man so einen Riegel hier essen. Oh, und sowas hier. Habe ich noch Rüstung? Nein. Knochen habe ich da noch drin. Guck mal, das sind alles dieselben Bilder hier. Irgendwie. Die ganzen Flugzeuge, ne? Und das habe ich hier auch irgendwie drin. Das muss ja auch irgendwie so ein Bug sein oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Dieses Symbol, das blieb, glaube ich, immer. Aus Versehen. Also hier kannst du ja nichts reparieren. Naja. Oh, der ist aber weitergesprungen. Ja, das war gut. Ich wusste gar nicht, sind die Partikel im Wasser auch anders aus? Ich glaube nicht. Mann, ich will jetzt mal eben schnell schlafen hier. Und die Gegner sollen uns hier nicht mehr durchsehen, wenn die dann mal kommen würden. Aber im Moment hätte ich auch kein Interesse an denen. So, komm, wir schlafen. Ich hoffe, es ist morgens. Ja, sehr gut. Kann ich hier nochmal ein paar Beeren essen, einfach mal eben nochmal speichern. Also viele, viele Bugfixes, auch einiges, was ich gar nicht vorgelesen hatte. Kann ich das noch aufsammeln? Nein. Wo ist dieser komische Kofferraum ist? Vielleicht muss ich ja nochmal auf die Übersetzung warten. Ach, das habe ich noch offscreen gebaut, diese ganzen Wasserdinger hier. Habe ich hier noch was drin? Clean Water 100%? 100%, okay. Ich kann mir aber nicht mehr davon machen. Ach, das könnte ich mir noch, hätte ich mir noch auf den Grill schmeißen können. Ach, ich mache schon mal das Feuer an. So, jetzt sieht man vielleicht mal die neuen Partikel hier. Aber ist auch nicht sehr gut zu sehen. Nur vom Rauch, sag ich mal. Ist auch nur ganz leicht anders, würde ich sagen. Ja. Das haben wir das. Wir haben jetzt eine Menge, ne? Ist ja auch irgendwie Sand. Ja. Geräusch. Okay, also sehe ich jetzt nicht so viel, ne? Auf dem Sand. Snow. Na gut, Snow können wir auch nochmal irgendwann gucken. So, was war jetzt noch? Mit Dynamit war jetzt alles anders. Flair und Dynamit-Texturen. Ja. Ach, das mit der Yacht, das gucken, können wir auch nochmal angucken. Man muss hier erstmal ein bisschen zurechtkommen. Und, okay. Nehmen wir mal ein Dynamit, habe ich ja, ne? Okay, das ist der neue Docht. Oder sieht der schon anders aus? Ich weiß es nicht. Wie sehen denn die Partikel jetzt aus? Oha. Wie auch die Blätter durch die Gegend und alles. Okay, normale kann ich auch hier ranballern.
Aber das wollen wir nicht unbedingt. Ach, jetzt habe ich den Bogen ausgerüstet. Aber den kann ich ja wieder nehmen dann. Okay, sehen die Pfeile auch anders aus? Ich weiß nicht. Ich kann die ja mal anzünden. Weil ich die Leute ja mal anzünden möchte. So, und wenn ich jetzt Rechtsklick mache, dann nimmt das wieder zurück und der Bogen, der Pfeil wird nicht verloren. Okay, das ist ganz gut. Sonst hat er den immer automatisch abgeschossen. Der steckt auch in ihm. Der andere hat bei ihnen nicht so gut gebrannt, ne? Mal, dann nehme ich mal den. Ach, auf welche Seite habe ich denn eigentlich? Auf Nummer 4. Aber ich muss den mal eben. Dann nehme ich den. Das sieht jetzt auch anders aus, das Feuer. Schick, schick. Und die ganzen Pfeile könnte ich mir wiederholen von ihnen. Ey, du schuldest mir Pfeile. Hau nicht ab. Ist auch einer reingelaufen. Wird er gelöscht wie eh und je. Ich weiß nicht, wo noch ein anderer Typ hin ist, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir ja das schöne Feuer an. Ich muss nur auf die Fallen immer ein bisschen aufpassen. Ist das noch an? Nee, das ist schon wieder aus. Okay. Okay, das mit den Fallen oder mit den, dass wir das wieder zurückkriegen und so, das ist alles ganz gut. Light Dynamite Animation haben wir auch gesehen, ja. Haben die jetzt neue Texturen gehabt, wenn die verbrennen? Ich weiß es nicht ganz genau. Oder sind das andere gemeint? Auf jeden Fall. Kann ich die Knochen gebrauchen. Aber Flares haben wir. So sehen die jetzt aus. Okay. Macht er automatisch an. Texturen sind ja verbessert. Das sind die neuen Partikel. Bei den anderen haben wir das ja schon gesehen. Wenn wir ins Wasser gehen, dann wird er ausgehen. Okay. Danach können wir den vielleicht wieder anzünden. Soundeffekt ist jetzt auch anders hier. Das brennt natürlich ein bisschen anders. Ja. Und das ist sozusagen auch erst die glühende Textur. Warum das jetzt so als Textur steht, dann als glühende Textur, bla bla bla. Da stehen jetzt mehrere Sachen. Ja. Okay. Und die gehen aus, wenn wir ins Wasser gehen. Okay, und danach brennen die weiter, okay. Can be used as a light source or scare enemies, ja. Aber die lassen sich davon auch nicht so groß abschrecken. Gut, haben wir schon wieder eine Menge gesehen, was dieses Update überhaupt alles auszeichnet. Der Kofferraum, das weiß ich nicht, wo der ist. Bone Pile Art, ja. Wenn ich noch was finde, ich weiß es nicht.
Small Wood Boat Art, keine Ahnung. Pedometer, ja. Okay. Kann ich den auch irgendwie. Ich kann den auch wegmachen, ne? So, jetzt habe ich den noch. Okay. Und was ist das mit der Yacht jetzt hier? So eben ausparken hier. Na, das ist aber auch nur ein Kleinigkeiten-Update. Da kannst du nicht viel zeigen und nicht viele Folgen machen. Yacht Sail Art. Okay. Warum der immer noch manchmal diese Scheiß-Axt ausrüstet, das weiß ich nicht. Ist aber nicht. Ist das Segel gemeint? Sieht das anders aus? Ich habe keine Ahnung. Bilder, die kennen wir ja schon. Die Bücher. Das Ding, sieht das anders aus als vorher? Ich weiß es nicht genau. Aber bei diesem Ding bin ich mir immer nicht ganz sicher. Kissen jetzt auch ein bisschen anders verrückt. Ich weiß es nicht. Also wenn euch irgendwas auffällt, das sieht anders aus, oder wenn ihr genau wisst, was gemeint ist, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt hier großartig anders ist. Muss ich sagen. Ja, das war es dann auch schon im Wesentlichen von diesem Update. Also mehr viele, viele Kleinigkeiten. Gut, die Sachen, die Glüheffekte, bla 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 und sowas sieht alles ganz nett aus, aber naja, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also auch wieder ein nicht so nettes Update, wo man nicht so viel entdecken und zeigen kann und alles. Aber na gut, Update ist Update. Das nächste Update kommt erst in 2 Wochen, das heißt erst. Aber mal sehen, wie lange das hier noch dauert mit der Entwicklung und alles. Wir lassen uns überraschen. Aber vielleicht mache ich nochmal eine Folge oder so bis dahin oder sonst sehen wir uns beim Update wieder. Und ansonsten sehen wir uns bei Creativerse wieder oder irgendwo anders. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Forest, sage ich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.